Nach der sehr erstaunlichen Wende von Jerome Powell auf der Pressekonferenz nach der FED-Sitzung am letzten Mittwoch ist jetzt auch der letzte Bär im Lager der Bullen gemeint, ist Mike Wilson von Morgan Stanley, der immer gesagt hat, Leute, wir werden hier tiefere Kurse sehen, weil schlichtweg die Gewinnaussichten für die Unternehmen immer schlechter werden. Jetzt hat sich das Ganze gedreht, weil Jerome Powell gesagt hat, naja, wir haben schon über Zinssenkungen gesprochen. Inzwischen versuchen immer mehr FED-Mitglieder zurückzurudern. Allein die Märkte interessiert das nicht, weil gesagt ist gesagt. Und wenn der Chef es sagt, dann hat es der Chef gesagt, so die Logik. Und nicht die Angestellten. Schauen wir uns das Surrounding mal an. Hier sehen wir Mike Wilson noch vor einer Woche, der sagte, starker Rückgang der kurzfristigen Gewinnaussichten für die Unternehmen im S&P, deswegen ist er skeptisch für die Aktienmärkte. Wir sehen auf der anderen Seite jetzt Bombenstimmung an den Aktienmärkten, Fear and Greed Index bei 77. Wir wissen, dass bei den Privatinvestoren nur noch 19% bärisch sind, einer der niedrigsten Werte der letzten Jahrzehnte. Wir sehen Investoren all in den großen Tech-Werten. Was soll da schon schief gehen, wenn der gute Jerome Powell doch gesagt hat, wir sprechen über Zinssenkungen? Und warum ist Morgan Stanleys Wilson jetzt bullish geworden? Weil er sagt, naja, das bedeutet, dass letztendlich die Fed, wenn sie die Zinsen früher senkt, die Wahrscheinlichkeit einer weichen Landung der US-Wirtschaft deutlich gestiegen ist, und das ist gut für Aktienmärkte, so sagt Mike Wilson. Okay, nachvollziehbares Argument, wenn es denn kommt, aber so oder so, auch er oder seine Bank hat wohl verloren mit Short-Positionen. 145 Milliarden Dollar im Jahr 2023 haben Shortseller verloren. Ich schätze mal, knapp die Hälfte davon war ich. Und das war natürlich jetzt ein bitteres Jahr. Jetzt erinnern wir uns aber mal an, oder für diese Leute war es ein bitteres Jahr. Jetzt erinnern wir uns mal an Ende 2022. Wie war da die Stimmung? Oh, ganz mies. Rezession kommt. Aktienmärkte würden fallen. Das war Konsens. Da hat kaum einer dran gezweifelt. Das schien völlig klar. Aber jetzt versucht die Fed noch mal so ein bisschen zurückzurudern. Mester hat sich geäußert von der Fed und hat gesagt, naja, die Märkte sind so ein bisschen vor der Kurve, was die Zinssenkungen betrifft. Also die sind schlichtweg zu weit gelaufen, und Mohamed El-Erian sagt, naja, also es gibt nur zwei Möglichkeiten, dass das Ganze sich wieder ein bisschen ändert. Powell selbst müsste sagen, naja, also so ganz habe ich das nicht gemeint. Erste Variante, oder zweite Variante, wir müssen Inflationsdaten sehen, die wieder deutlich nach oben gehen. Mal sehen, ob Jerome sich äußert, bis die nächsten Inflationsdaten kommen. Das wird noch bis in den Januar dauern. Dann hat sich Goolsbee, der noch nicht so lange in der Fed ist, geäußert und gesagt, naja, ich bin ein bisschen verwirrt über die Reaktion der Märkte am Mittwoch, wirklich, wenn die Notenbank, die immer gesagt hat, nee, wir werden die Zinsen lange hochlassen, dann plötzlich sagt, ja, wir denken schon über Zinssenkungen nach, dass die Märkte dann so reagieren, wie sie reagieren, ist ja jetzt nicht fürchterlich erstaunlich. Und dann noch Goolsbee, also alles, was Powell gesagt hat, war konsistent, war also logisch, war kein Widerspruch, okay? Jetzt gucken wir uns mal an, Powell sagt, wir haben über Zinssenkungen gesprochen. Williams, der New York Fed-Chef, hat gesagt, wir haben nicht über Zinssenkungen gesprochen, oder wir sprechen nicht wirklich über Zinssenkungen, so hat er es wörtlich formuliert, aber Goolsbee sieht darin keinen Widerspruch, okay. Ich sehe darin einen Widerspruch, und jeder, der mit ein bisschen Logik ausgestattet ist, wohl auch. Wir sehen jedenfalls, dass hier natürlich vor allem Rohstoffe gestiegen sind, Palladium, Steel, also Stahl, Öl, Silber, Platin, Kupfer, Gold, alles, was also in diesem Bereich kreucht und fleucht, ist vor allem massiv nach oben gegangen. Jetzt der ehemalige New York Fed-Chef Bill Dudley, der eben auch sagt, naja, die Märkte sind da vielleicht ein bisschen zu voreilig, denn es ist ja auch eine Möglichkeit, dass die Wirtschaft sich besser hält, als eben die Märkte hier offenkundig erwarten. Denn warum sollte die Fed die Zinsen senken? Doch nur, wenn die Wirtschaft sich deutlich abkühlt. Und das hat erstmal auf jeden Fall dieses Goldilocks-Szenario, das man annimmt, hat zur Folge, dass hier die Kursziele praktisch alle über der aktuellen Situation liegen. Nur JP Morgan
ist da drunter, warum auch immer, oder unter dem aktuellen Kurs. Alle sind über der 5000er Marke. Jetzt hat Goldman Sachs mit ähnlichen Argumenten wie Michael Wilson von Morgan Stanley gesagt, naja, wir werden höhere Kurse sehen. Und wenn wir jetzt zunächst mal zur Inflation kommen, das ist ja einer der Punkte, die sozusagen da eine Umkehr bringen könnte. Hier sagt Michael Saave, also schauen wir uns mal die Löhne an, die Lohnentwicklung, die ist sehr, sehr hoch. Und das hat einen Vorlauf von 8 Monate und die Fed ist vielleicht dabei, den Fehler der 1970er Jahre zu machen, indem sie zu früh sozusagen glaubt, hier Zinsen senken zu können, oder Paul ist dabei zu früh. Jetzt sehen wir, dass Öl- und Gaspreise deutlich gestiegen sind heute nochmal, weil BP jetzt auch alle Tankertransporte durch das Rote Meer gestoppt hat, nachdem Maersk und andere Reedereien das gemacht hatten. Aufgrund des Beschusses von Schiffen im Roten Meer, respektive die Schiffe, die dann eben durch den Suezkanal laufen würden. Und wir sehen, auf der anderen Seite kommt das jetzt in einer Situation, dass also der Ölpreis steigt, wo die Long-Positionen in Öl auf Rekordtief sind. Also keiner ging von einem steigenden Ölpreis aus. Hier sehen wir mal plastisch, was das bedeutet. Wenn man nicht mehr durch den Suezkanal fahren kann, dann muss man über das Kap der guten Hoffnung fahren. Das sind über 3000 Meilen mehr. Das brauchte 40% längere Zeit. Das ist das eine. Das heißt, die Kosten für die Reedereien steigen. Damit steigen letztendlich die Kosten für die Konsumenten, denn das werden die weitergeben, das ist das eine, aber vor allem durch die Unsicherheit steigen die Versicherungskosten für die Reedereien, also wenn man Container zum Beispiel versichert, das ist der andere Punkt. Also das könnte hier durchaus jetzt nochmal eine Lieferkettenproblematik nach sich ziehen, wenn hier nicht eine Lösung kommt. Aber wir waren vorhin bei, naja, die Wirtschaft könnte besser sein oder sie könnte schlechter sein als erwartet. Hier sehen wir mal, normalerweise senkt die Fed nur, wenn wirklich die Wirtschaft in eine Rezession fällt. Hier sehen wir mal 160 Basispunkte. So nimmt man derzeit an. Würde die Fed jetzt praktisch im nächsten Jahr die Zinsen senken? Wenn sie das gemacht hat, war die Wirtschaft in den USA jedes Mal in einer Rezession. Also es gibt, wenn man so will, da zwei abweichende Muster von dem Goldilocks-Narrativ. Das eine ist, die Wirtschaft hält sich besser. Das andere ist, die Wirtschaft fällt in eine Rezession. Und dann bringen die Zinssenkungen erfahrungsgemäß den Aktienmärkten auch nicht so viel. Zumal wir sehen, dass jetzt im November vor allem die Insolvenzen in den USA massiv gestiegen sind, vielleicht auch ein kleiner Grund dafür, dass Paul reagiert hat. Ein sehr, sehr deutlicher Anstieg, den wir hier gesehen haben, heute dann oder Wochenende die Meldung, die Student Loans, die ja seit Oktober wieder zurückgezahlt werden müssen, sind zu 40% oder 40% der Schuldner haben ihre Schulden da nicht bezahlt, konnten offenkundig hier nicht zurückzahlen. Wir sehen dann im Autobereich, der ja sehr stark über Kreditfinanzierung läuft, sehen wir, dass die Car Owners so stark unter Wasser sind wie seit 2020 nicht mehr. Also der Wert des Autos, des Gebrauchtwagens, der verliert und hat sehr stark verloren. Das bringt dann auch diese Kredite ein Stück weit unter Druck. Und so sagt Jim Bianco, also es könnte sein, dass die Fed hier den Fehler macht, jetzt zu glauben, mit den Zinssenkungen eine weiche Landung erreichen zu können der Wirtschaft, dass das so eine Art Transitory 2.0 ist. Erinnern wir uns, die Fed ja und Paul vor allem lange Zeit gesagt, ach, die Inflation, die ist transitory, ist vorübergehend. Und jetzt, wenn das also nicht gelingt, nämlich diese weiche Landung, dann würde die Reputation der Fed vielleicht nochmal Schaden nehmen, so oder so, wenn wir uns die Aktienmärkte anschauen. Hier sehen wir mal den Bullish Percent Index, der weit über 70 ist, nämlich im Bereich 78, einer der höchsten Werte der letzten Jahrzehnte, kann man sagen. Alles über 70% ist überkauft, alles unter 30 ist überverkauft. Das, wenn dieser Bullish Percentage Index unter die Marke von 70 geht, dann ist das meistens ein Verkaufssignal. Mal sehen, ob das passieren wird. Zumal der Nasdaq jetzt nur noch sehr, sehr knapp unter seinem bisherigen Allzeithoch ist. Gemeint ist der Nasdaq 100 bei 16.764 Punkten. Da waren wir vorhin nur ein paar Pünktchen noch entfernt mit den negativen Divergenzen. Aber natürlich steigen Aktienmärkte immer. Und es ist ein genialer Zeitpunkt, der jetzt zu kaufen. Wir haben jetzt
Heute dann eine kleine Hiobsbotschaft für Apple. Nicht nur, dass China offenkundig angewiesen hat oder chinesische Behörden angewiesen wurden, immer stärker jetzt iPhones nicht mehr einzusetzen, sondern jetzt muss Apple wohl auch die Apple Watch 9 und Ultra 2 einstellen, werden also nicht mehr verkauft. Es geht hier um einen Patentstreit, den man verloren hat gegen das Medizintechnikunternehmen Masimo. Und das sind die margenstarken Apple Watches. Es gibt im Grunde ja, die Apple Watch ist, glaube ich, die zweite verkaufste Hardware oder zweitstärksten verkaufte Hardware von Apple, weit Abstand zu iPhone, aber ich glaube sogar noch mehr als der Mac. Jedenfalls ist ja Apple alleine mehr wert als der größte europäische Aktienmarkt, das ist Frankreich. Also eine Firma ist mehr wert und hat solche Klumpenrisiken, hat zuletzt in den letzten 4 Quartalen weniger Umsatz gemacht. Das bringt schon einiges auf den Punkt. Einiges auf den Punkt bringt auch die Lage in Deutschland. Wir haben jetzt den IFO-Index gesehen. Nachdem wir so leichte Erholungstendenzen gesehen hatten hier, sehen wir jetzt den ersten Rückgang. Wieder sehr, sehr schwache Zahl, auch deutlich schwächer als erwartet. Da hat wahrscheinlich das Chaos nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil in der Ampel eine gewisse Rolle gespielt. Und wenn man hier mal Unternehmen befragt, wie das hier passiert ist vom Handelsblatt bei 480 Firmen, dann sehen nur 12% eine Erholung der Wirtschaft. Das bedeutet, wie Hannes Zipfel hier sagt, 88% der Firmen sehen keine Erholung. Und das wird ja durch die Daten dann erstmal bestätigt. Jetzt sehen wir diese Bauernproteste nach der Streichung der Subventionen für Agrardiesel etc. Die könnten sich jetzt ausweiten, diese Streiks. Und auf der anderen Seite, die Bundesregierung muss sparen, aber wir überweisen Geld, fast 400 Millionen, damit in Peru irgendwelche Straßen gebaut werden. Wir zahlen Geld an China, an Indien, die uns immer stärker überholen etc. Wir zahlen Geld an die Taliban, damit die schön ihr Regime da aufrechterhalten können. Also da könnte man doch mal sagen, gut, dann streichen wir das Geld und lassen unsere Leute davon ein bisschen was haben. Das ist genau das Unbehagen, das so viele Leute mit dieser Ampelkoalition haben, dass sie das Gefühl haben, naja, die zahlen alles, die zahlen die Ukraine, die zahlen irgendwelche Entwicklungsgelder, aber bei uns, die wir eigentlich die als souverän eingesetzt haben, an uns denken sie nicht, das im Mindesten ist das Gefühl und das wird dann verstärkt durch solche Vertrauensbrüche, kann man fast schon sagen, wie mal eben übers Wochenende plötzlich eben diese Zuschüsse für E-Autos zu streichen, gilt nur noch bis Sonntag. Förderung weg, das ist so durchschnittlich 4.500 Euro Verluste für die Leute, die darauf eigentlich vertraut hatten. Aber schlimmer noch eben dieser Vertrauensverlust, dass die Dinge so schnell sich ändern, dass die Ampel hier so rumspringt. Und auch im Immobilienbereich ist die Lage natürlich angespannt, wobei man hier unterscheiden muss. Neue Immobilien sind unverändert teuer. Warum? Du kannst gar nicht so günstig bauen oder die Auflagen sind so, dass Neubauten per se so teuer sein müssen, sonst würden sie sich gar nicht mehr rechnen für die Bauherren oder für die Baufirmen. Aber es fallen auf breiter Front alle anderen Preise, vor allem die Häuser, die Immobilien, die energetisch weniger gut sind. Das sehen wir hier nochmal sehr genau analysiert, was genau da abläuft im Immobilienbereich, der für viele ja sehr wichtig ist, weil das ja auch ihr Wertspeicher ist. Erste Empfehlung und die zweite und letzte Empfehlung. In China bestimmt jetzt der Geheimdienst, wie die Wirtschaft läuft. Alle negativen Kommentare sind inzwischen verboten, weil sich die Führung in China sagt, naja, die Leute sollen erstmal irgendwie permanent gesagt kriegen, die Wirtschaft ist doch gut, dann ist sie doch irgendwie auch besser. Dann schafft das wieder irgendwie Zuversicht. Das ist unglaublich, was da passiert. Also diese beiden Artikel Immobilien und China, der Geheimdienst, der über die Wirtschaft bestimmt. Ich sage Servus, ciao.